Die fleißigen Häklerinnen sind stolz auf das Ergebnis. Insgesamt 109 Quadratmeter ist das Häkeldorf Groß-Häkelhausen geworden. Mit insgesamt 205 Häusern ist dieses Dorf zum Weltrekord ernannt worden. Etwa die Hälfte des Dorfes wurde für einen guten Zweck versteigert. Dabei kamen 1.747 Euro zusammen. Die Idee zu der ganzen Aktion hatte Gabriele Ranftl. Größtenteils im Internet hatte sie dazu aufgerufen, mit am Häkeldorf zu häkeln. Menschen aus der ganzen Welt haben das getan. An diesem Wochenende wurde das Ergebnis dann endlich ausgelegt. Zu sehen war es am Samstag und am Sonntag, wurden die Dorfabschnitte dann zugunsten des Bundesverbandes der Kinderhospize versteigert.